deinen Verein. Sie dürfte starten, denn ihr Dopingverstoß liegt mehr als 4 Jahre zurück. Und auch sie möchte unbedingt nach Peking, Claudia Maas. Hatte schon einmal das Vergnügen, auch damals in der Staffel in Athen. Aber da sagt sie, da waren wir so kurz nur da, erst sehr kurz vor dem Lauf in die Olympiastadt gekommen, hat gar kein rechtes Erlebnis von den Olympischen Spielen und will das unbedingt noch einmal haben. Und Claudia Hoffmann mit der goldenen Startnummer, die Titelverteidigerin. Und dahinter, links, das ist die junge Leverkusenerin, Sorina Matschupu. Und ganz aus Florenz Ekpomo, sehr stark, aber sehr kontrolliert. Das scheint mir souverän zu sein. Der deutsche Meistertitel mit einem beherzten Lauf. Auf der 4. Bahn, Claudia Hoffmann, die Alte, ist also auch die neue Meisterin. 52,13 Sekunden, die Norm, Sie sehen es links unten, die ist hoch, die ist weit weg. 51,00 Sekunden hätte eine deutsche Läuferin gleich zweimal schaffen müssen, um sich für den Einzelwettbewerb bei Olympia zu qualifizieren. Aber wie dem auch sei, sie wird sich freuen, denn das ist fast, würde ich mal sagen, das Ticket nach Peking für die Staffel. Claudia Hoffmann, wir schauen nochmal auf die Platzierungen, Ralf. Also Hoffmann vorne ist klar, Ekpomo als Zweiter auch, dann Sorina Matschupu als Dritte und dann etwas überraschend, Janine